Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Hofalte Mühle. Ihr seht schon, so schön sauber ist es bei mir zu Hause nicht. Ich bin hier heute in Wittstock in der Stadthalle. Hier findet an diesem Wochenende die Kleintierzuchtausstellung vom Kleintierzuchtverein Wittstock und Umgebung Cypria D274 e.V. statt. Ja, und dazu begrüße ich euch recht herzlich. Ich will euch mal ein paar tolle Tiere zeigen und natürlich auch unsere Tiere. Die Bewertungen sind hier seit ungefähr 2-3 Stunden durch. Wir haben hier noch ein bisschen aufgebaut und alles vorbereitet. Die Tiere sind alle fertig eingestellt natürlich und bewertet. Auch der Tierverkauf ist schon bestückt. Die Tombola ist vorbereitet. Also ich denke, wir haben an alles gedacht. Ja, und jetzt wollen wir auch direkt mal runterschauen zu den Tieren, was es hier alles so Tolles gibt. Und ich kann euch versprechen, von Kaninchen über Tauben, Enten, Gänse, Hühner, Zwerghühner, es ist für jeden was dabei. Vor allen Dingen in sehr, sehr vielen schönen Farbschlägen. Und jetzt gehen wir zusammen mal los. Ja, natürlich ist es für uns immer ganz toll interessant, deshalb zeige ich euch unsere Tiere auch natürlich zuerst. Ich habe dieses Jahr natürlich auch ein paar Zwerg-Rheinländer mit hergenommen. Die habe ich alle als verkäuflich gemeldet. Da schauen wir mal, ob das Anklang findet. Auf jeden Fall würde ich euch gerne mal die Bewertung der Tiere zeigen. Und dazu gehen wir mal ein bisschen dichter ran. Ja, unser Zwerg-Rheinländer-Hahn in Schwarz, wo ich eigentlich gedacht habe, das ist der beste der ganzen Rasselbande. Sehr gut, 94. Fand ich schon mal super klasse. Dann geht es weiter bei den blau gesäumten. Auch hier ein sehr gut 94. Nochmal Zwerg-Rheinländer blau gesäumt in sehr gut 93. Und jetzt am Anfang des Videos auch mal direkt der Knaller. Zwerg-Rheinländer blau gesäumt V97. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Hab mich riesig gefreut. Ja, switchen wir doch direkt mal weiter zu unseren Perlhühnern. Die beiden, die ihr seht, Hahn und Henne, sind wir auch sehr, sehr zufrieden, weil wir mit Perlhühnern das erste Mal ausstellen und überhaupt gar nicht wussten, wo wir da stehen. Sehr gut, 93 beim Hahn. Und sehr gut, 95 mit Preis bei der Henne. Bombe! Ja, aber auch mit unseren westfälischen Totlehnern brauchen wir uns dieses Jahr nicht verstecken. Ich wusste ja von vornherein, dass Sina mit den Goldenen besser punkten wird, als ich mit den Silbernen. Aber wir schauen auch hier mal und fangen mal bei der in Anführungsstrichen schlechtesten Henne an. Das wusste ich aber auch vorher, dass eine noch gar nicht so weit ist. Aber ich zeige es euch trotzdem. So, Henne Jung, westfälische Totleger. In Silber. Hier seht ihr schon vom Schwanz her und auch vom Gefieder oben am Kopf ist sie wirklich nicht das wirkliche Zuchttier und deshalb auch nur ein B90. Beim Hahn sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Der steht ganz gut da. Schwanzfedern sind noch nicht voll. SG93. Prima, mein Guter. So, da wo ich eigentlich dachte, die ist echt richtig gut. Gut 91. Trotzdem ein schönes Tier. Schöner voller Kamm. Aber halt für die Zucht nicht so die Bombe. Da sieht es dann hier einen weiter rechts schon wieder besser aus. Sie guckt auch mal ganz schön. Sehr gut. 94. Und noch ein weiter links. Ist auch wirklich die schönste im Bunde. Ja, stell dich schon hin. Sehr gut. 95 mit Preis. So, dann machen wir mal direkt bei den goldenen Totlegern von Sina weiter. Der Hahn, wo wir eigentlich dachten, ja, einen Hahn müssen wir hinstellen, bleibt nicht aus.
Aber hier seht ihr auch. Sehr gut, 93. Dann kommen wir mal zu den Hennen. Und die sehen eigentlich wirklich alle klasse aus. Hier haben wir einen Züchterpreis mit sehr gut 94. Ein etwas jüngeres Tier noch aus dem zweiten Sprung mit gut 92. Eine weitere Henne, sehr gut 93. Das gleiche haben wir hier nochmal, sehr gut 93. Und die zweite Bombe, HV 96 mit Ehrenpreis. Ja, Leute, was sagt ihr dazu? Ich find's richtig Bombe, gerade die Zwerg-Rheinländer, mit denen ich ja nun leider aufhöre, haben's sehr, sehr gut gemacht. Die goldenen westfälischen Totleger haben's sehr, sehr gut gemacht. Mit meinen silbernen bin ich auch zufrieden, da hätte es ein bisschen besser sein können, aber wir kannten die Probleme etwas dunkel, die Kämme nicht so voll. Da müssen wir gucken, dass wir da frisches Blut reinkriegen. Vielleicht irgendwo mal einen vernünftigen Hahn, vielleicht in Mecklenburg-Vorpommern auf der Ausstellung nochmal schauen. Oder vielleicht auch mal ein Stückchen weiterfahren, sodass wir im nächsten Jahr vielleicht gleich im Frühjahr mit einem richtigen Top-Hahn nochmal richtig starten können. Ja, auch die Perlhühner, die wir in der nicht ganz so üblichen Farbe das erste Mal ausgestellt haben mit SG 93 für den Hahn und SG 95 mit der Henne. Auch eine richtige Bombe. Wir sind total happy mit unseren Tieren, aber jetzt möchte ich euch natürlich auch mal alle anderen zeigen und da werde ich einfach mal mit euch langsam durch die Gänge schreiten. Ja Leute, schaut es euch an, die komplette Batterie lang zeige ich euch jetzt mal Zwergviandotten in allen möglichen Farbschlägen. Seid gespannt. So, jetzt zeige ich euch mal Zwergviandotten in gelb-schwarz gesäumt. Hier machen wir mal ein kurzes Stopp. Ein V-Tier. Eine wirklich wunderschöne Henne, Zwergviandotten, gelb-schwarz gesäumt. Bewertung vorzüglich. So, jetzt sind wir bei der Farbe angelangt, die mir persönlich eigentlich immer am besten gefällt. Das sind die goldblau gesäumten. Gerade die Hennen machen hier natürlich optisch einiges her. Und hier seht ihr auch nochmal vorzüglich. So, jetzt sind wir auch schon bei den Gelben angelangt. Ein paar schöne Hähne und Hennen. Und gehen dann zu den Lachsfarbigen von unserer Vereinsvorsitzenden über. Die sagte, meine Tiere sind gar nicht so schön dieses Jahr. Und wie ihr seht, alles 93er und 94er Bewertungen. Braun porzellanfarbig, auch nicht so super häufig. Auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Jetzt sind wir bei den weiß-schwarz Columbia. Mal bei der zweiten Reihe vorbei. Hier haben wir schwarze
silberfarbig gebänderte. Da finde ich persönlich auch immer die Hennen wirklich super schön. Hier haben wir eine ganze, ganz viele Hähne zu stehen. Und natürlich auch ein paar ganz, ganz tolle Hennen. Hier halten wir nochmal an. HV96 mit Ehrenpreis. Wirklich schöne Tiere. So, natürlich haben wir auch orangefarbig gebändert hier zu stehen. Also für Zwergwehrendotten-Liebhaber ist unsere Ausstellung dieses Jahr genau das Richtige gewesen. Und auch schön silberschwarz gesäumt. Natürlich gibt es auch Groß- und Wassergeflügel, Warzenenten, böhmische Gänse, fränkische Landgänse gibt es zu sehen. Und zwar nicht nur ein, zwei, sondern auch ein ganz paar mehr von dieser tollen und auch vom Aussterben bedrohten Rasse. So, das sieht man auch nicht alle Tage. Dresden, ne? In Groß. Hier sind wir wieder bei den Perlhühnern. Sinas und Sinas. So, hier seht ihr sie nochmal zusammen. Zwei Hennen und ein Hahn. Hier haben wir noch Thüringer Zwerg, Barthühner. Auch ein wirklich schickes Gefieder. Zwerg Dresdner. Schaut mal hier. HV96. Kann man schon mal stehen bleiben, ne? Zwerg Welsummer. In orangefarbig. Und wer entdeckt sie? Gibt es auch noch ein paar Wachteln. So, dieses Jahr Sachsen-Enten, Sachsen-Enten, Sachsen-Enten. Hier seht ihr die weiblichen Tiere. Und zu den Erpeln gehen wir dann auch gleich über. Nächstes Jahr hoffen wir, dass wir auch hier unsere Oppington-Enten mal hinstellen können, wenn das mit der Zucht nach unseren Fehlern in diesem Jahr dann auch mal klappt. So, hier seht ihr die Erpel der Sachsen-Enten. Und dann haben wir hier auch noch Warzenenten in Wildfarbe. Da kann man auch nochmal genauer hinschauen. So, Italiener in Rebhuhnhalsig. Sulmtaler sieht man auch nicht überall. Araucaner zeigen sich auch ein paar Tiere. Madras. Auch vom Federkleid wirklich
Richtig schön, ähnlich wie die Zwerghirn dort. So, amerikanische Pekingenten. Zwerg-Rheinländer. Ach komm, ich halte nochmal an. Echt stolz drauf. Zwerg-Welsummer. Rost-Rebhuhnfarbig. Hier können wir auch nochmal direkt mal ein bisschen dichter schauen. Indische Zwergkämpfer. Von der Säumung auch wirklich echt schön. Federfüßige Zwerghühner. Bantam. Und Zwergkochin. Ja, Leute, von Tauben habe ich leider überhaupt gar keinen Plan, aber die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Da sind auch ein paar echt schicke Tiere bei. Und auch da schreiten wir einfach mal durch die Reihen. Deutsche Modeneser. Und dann, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Carrier. Dragon oder Dragoon. Niederländische Schönheitsbrieftaube. Showracer. Mittelhäuser. V97. Glückwunsch. Beneschauer Tauben. Mährische Straffer. Texaner. In verschiedenen Farben. Stellerkröpfer sind leider leer geblieben. Aber Thüringer Kröpfer sind auf jeden Fall da. Schöneberger Streifige. Lockentauben. Arabische Trommeltauben in Weiß. Thüringer Weißlatz. Rotpfahl gehämmert. Thüringer Einfarbige. Nach so einer Bewertung kann man auch schon mal frühzeitig schlafen. Glückwunsch. Fränkische Samtschildtauben. Süddeutsche Blassen. Feldfarbentauben, glattfüßig.
Eistauben. HV 96. Und daneben direkt auch eine Gimpeltaube mit Top-Bewertung. Und deutsche Modernese. Ja, Leute, auch bei den Kaninchen kenne ich mich leider überhaupt gar nicht aus. Ich lese einfach mal ab und zeige euch die niedlichen Tiere. Rote Neuseeländer. Blaue Wiener. Helle Großsilber. Deutsche Widder Havanna Weiß. Deutsche Riesen in Gelb. Deutsche Riesen in Grau. Hier ist ein ganz entspannter Kollege. So, hier ist was für die Kiddies. Farbenzwerge. Die sind auch immer wirklich, wirklich niedlich anzuschauen. Hermelin, Blauaugen, Zwergwidder. In verschiedenen Farben. Russen in Schwarz-Weiß. Lokaninchen in Blau und in Schwarz. Deutsche Kleinwidder. Thüringer. Und nochmal rote Neuseeländer. So, ich hoffe, auch hier spreche das richtig aus. Castor Rexe. Farbenzwerge. Und zum Abschluss auch nochmal Castor Rexe. Ja, ich hoffe, euch hat mein Rundgang an allen Käfigen vorbei gefallen. Es waren wirklich tolle, tolle, tolle Tiere da. Vielen, vielen Dank an alle Züchter und an alle, die geholfen haben, an alle Organisatoren und natürlich auch an alle Sponsoren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, dass wir morgen im öffentlichen Teil am Samstag und am Sonntag hier alle zusammen viel, viel Spaß haben. Und am Sonntag werden wir hier natürlich auch noch ein bisschen bei der Betreuung helfen. Sina macht die Tombola. Ich werde hier morgens ein bisschen füttern und dann das machen, was so anfällt. Ja, und einfach mal eine entspannte Rassegeflügelschau haben, tolle Gespräche führen. Mir hat es bis jetzt schon super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, ich konnte euch einen tollen Einblick in unsere Schau bieten, hier in Wittstock. Bis jetzt macht es super viel Spaß. Und ja, ein V-Tier und ein HV-Tier. Wir sind natürlich
irre stolz. Deshalb natürlich auch super freudig gestimmt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr schaut mal wieder rein. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt einfach unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über Likes, Likes, Likes freuen. Und falls noch jemand zuschaut, der noch nicht abonniert hat, drückt den Button, klingt die Glocke, seid dabei und verpasst kein Video mehr vom Hof Alte Mühle. Macht's gut, bis bald, euer Martin.